So, Leute, auf zu Teil 2. Oh, guck mal, da hat man sich aber schön eingeschleimt, ne? Guck mal, was da steht. Aachen, München. Zwergen mit Mallorca, München, Dubai, Weihnachtsdorf, Mönchengladbach und Aachen. Und Dubai, haben wir. Wollen die auch noch Dubai? Ja, vielleicht auch, wer weiß das schon so genau. Das Sommerhighlight. Man muss sagen, schön ist das, ja. Schön ist das, ja, aber schmeckt's nicht. Ja, manchmal auch, geht so. Ja, ist okay. Ja. Hier ist der Autoscooter, der jeden Platz in Düsseldorf und Niederschützenfest belegt, von Korob und Great Scooter. Stolperstein auch. Hier zu rechten finden Sie nicht den Olympia Looping leider, sondern den Höhlenblitz von Rinaldi. Der ist auch besser. Ja. Nö. Direkt hier vor baut der Wellenflug von Hahnstein auf. Hashtag Vorsicht, Gondel. Und wer baut da? Warte, ich überlege gerade, war das hier? Ach ne, das ist da hinten erst. Ja, hier baut dann noch der Wellenflug von Hahnstein auf. Die wollen Great Scooter. Wespenattacke. Na, da sind schon ein paar Chaisen von Rinaldi. Vom Safari-Blitz. Infinity baut hier auch noch irgendwo auf. Da baut Infinity auf. Ja. Gegenüber, warte mal, ich überlege gerade. Hier baut, glaube ich, Rio Rapidus noch auf. Rechts die Alpenwelt, auch glaube ich noch Rinaldi. Und direkt daneben baut, da ist doch dann direkt Infinity hier dran, oder? 26 ist Infinity, was hast du? Ich meine, das ist direkt hier in der Mitte. Ja, das ist genau hier in der Mitte, im Zwischengang. Hier gegenüber steht nichts, oder was? Nur der Autoscooter und da hinten dann Escape. Gegenüber steht 27, Brauerei Hüdecke, also so. Ja. Zelt dann. Nichts Spannendes für Freaks. Du rennst hier schon voll, wenn nichts los ist, ne? Showman. Alle, der Showman. Showman hier. Haha, wie im Bruch ist der Showman? Fake. Ja, was ist das? Klaus Rinaldi? Ja. Auch noch, ne? Ja. Ja, das ist ja auch wieder von Rinaldi. Das Aufding. So. Ja, ne? Das gehört auch zusammen. Nee, weiß ich nicht. Rinaldi hat ist eh eine der reichsten Schausteller. Bratwurstmanufaktur. Für mich sieht das einfach aus wie ein komischer. Das sieht komisch aus, ich weiß es nicht. Täglich. Ich sehe nicht mal eine Scheibe, ob man verkaufen könnte. Du kannst die Leute zugucken, wie die Bratwurst machen, hier kommt halt die Bude hin. Die Rumänen haben ein Stück Achtermaschinen geladen und stehen da so beteiligt auf. Ja, hier. Ah, ich hier bald um die Alpenwelt von der anderen Seite. Hier die Alpina-Bahn, die zuletzt in Krefeld stand. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann aussprechen werde. Die Reportage oder so ein Bericht von damals, wo Hochwasser war. Ja, das Wasser kommt gerade immer näher, wird langsam eng für uns. Im Aufbau. Wenn das Wasser jetzt noch ein paar Meter steigt, dann kriegt man hier nasse Füße. Schön. Fisch, Wurst, ist das eine Sache? Fisch, Wurst, Spezialitäten. Was? Fisch, Wurst ist auch mit dem Essen noch dahinter. So. Hier ein alpiner Bahnzug. Ja, hier der Schriftzug von der alpiner Bahn. Und Daniel Haas. Ja. Was ist denn damit passiert mit dem Auflieger? Der Auflieger ist so ganz schön.
Was wir noch vergessen haben, rechts von der, ich bin komplett verwirrt, rechts von der Alpinabahn stehen Happy Sailor, die Boxbude, und das war's, glaube ich. Wo steht der Kindsherrin eigentlich? Ich glaube rechts von der Alpinabahn. Müsste irgendwie auch hier in der Ecke stehen. Ja, ja, der steht hier auch da vor den Containern. Der ist quasi so seitlich. Da, da und da. Der müsste auch da in der Ecke stehen. 46. Nein, der steht vorne an der Ecke bei. Der kommt noch neben das Bierdorf von Dresden. Alter, hör eng. Ah. Der kommt auch da vorne an dem Platz, wo dann der Wellenflug in der Mitte steht. So. So spannend, wie die Achterbahn aufbauen, so zwei Teile. Und die Schienen kommen vor dem Lift. Ja. Oh, soll mir noch eine Regenrinne entgegenkommen, hör mal. Tiroler Weihnachtsmarkt. Moska. Ja, weiß, was ich auch geil finde, wie damit die Schienen nicht aneinander reiben. Naja, haben die beim Dingens auch gemacht, beim Spinning Racer. Ja, reifen dazwischen geklatscht. Die echt eng aneinander teilweise doch. Mhm. Die Jungtal Pinamam. Schön. Guck mal, hier sind die Kabelbinder aneinander geschützt. So. Hier festigt man eine Achterbahn mit Kabelbinder. All. Und das, weißt, das sieht für mich aus wie das Horror-Lazarett. Nichts drin, ein großer. Schön. Nicht Horror-Lazarett, wie heißt das Ding nochmal? Bennigo. Die Ruine. Nein, guck mal, Kennzeichen, Mettmann. So aber ja, okay, der sieht aber genauso aus. Der hat den ja auch. Weltwunder. Das ist der Wohnwagen von der Dagmar. Highlight beim Shake Bowl ist natürlich der Boxer, der hinten auf dem LKW draufsteht. Der Boxer-Automat. Okay. Auf dem Mann. Scheiße, wird schon nicht. Was steht denn gegenüber von Shake? Ich check das alles nicht. Vielleicht? Nee, nee. Ich dachte, der Ding. Die so Kollegen. Was ist das? Real Predator? Ja, der Ding, der Bayern Tower. Achso, stimmt. Gesagt. Der Herr Predator ist auch irgendwo stehen, der kommt eh nicht. Der soll kommen oder was? Ja. Predator? Ja. Oh. Hier sieht's aber aus wie im Kinderspieleland mit Lichtkappen. Wo, hier neue der. LEDs oder was? Die Movie-Heads werden verdeckt mit Müllsäcken. Ach, da hängen die Bilder davor. Ich war mich gerade wundern, was da in der Lichtleistung was da fehlt. Ja, hier der schrägen Roll von Shiva. Da ist drauf, der Predator. Doch. Wo denn? Predator, geh nach links. 52. Wo haben wir sie? Da. Ach, der schiebt davor. Über Wellenflug. Ja. Ja, das ist ja die 50. Ach, das Tiroler Dorf. 60, wie ist das? Alpenwelt. Alpenwelt und Tiroler Dorf, das sind zwei unterschiedliche. Mhm. Beide von Rinaldi, oder wie? Ja, ich meine schon. Ja, wie sie dann hinweg. Das ist die, also. Da verstehe ich nicht. Und hier stehen, glaube ich, steht hier noch irgendwas zwischen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wo steht der Zirkus? Würde ich fragen. Da vorne. Da kommt, das ist ja eine Neuheit hier, ja, Crazy Island, dahinter erst. Und dazwischen kommt nix, wie der Wurm und Gulasch. Lecker Gulasch. Ein Gulasch, alte Bierzelt. Ja. Irgendwo müsste dann, wie gesagt, hier auch noch Dinge stehen. Jetzt komme ich nicht drauf, meine Güte, ich habe heute, Leute, eine Perle der Natur. Jetzt braucht ja der Betrieb im Mars. Oh, hinten drauf ist dann der Jules Verne Tower. Ja, oder so ähnlich. Warum auch immer steht hier
hört sich sehr böse an. Big Bamboo ist auch noch hier. Und hier steht Crazy Island von Schneider. Schneider. Was ja auch... Nee, oder? Nein. Von wem sind die denn? Weiß ich nicht. Ich weiß von denen nicht. RS? Ich kenne die nicht ernst, meine ich. Ja, aus München, ja genau. Ja, wie gesagt, was das jetzt soll, weiß ich nicht so genau. Ich weiß auch nicht, wie der den Platz bekommen hat. Ganz ehrlich sagen. Crazy Kasse. Crazy Kasse. Das ist der nächste Kinderscooter. So. Oder ist das eine Traumschleife? Traumschleife. Ja, so eine Schleife, die nur zu hören wird. Hier steht auch noch immer irgendein Geschäft hinter. Hör mal. Ja, hier steht jetzt irgendwo der Dingens dazu, das Zirkus. Ja? Ach, ja. Ey, guck mal hier, die Steine, wie verwachsen. Ja, Kinder-Mini-Scooter. Dann kommt hier so ein Notausgang und hier der Zirkus. Ah, stimmt, das ist der Platz, wenn du gegenüber. Ah, ja, weiß ich. Hier hinter steht auch noch immer meistens irgendwas. Hier steht aber nichts. Nee, da steht ein. 75. Das ist auch irgendeine Neuheit. Hawaii-Swing. Der steht hier. Das verstehe ich auch. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die besoffen waren, der Herr König, der die Kirmes beschickt seit Jahren, aber Hawaii-Swing, obwohl jahrelang Petersburger Schlittenfahrt und dann der nicht so gut gepflegte Hawaii-Swing, naja. Der hat ein bisschen schon aufgeholt in den letzten Jahren, ja. Aber im Vergleich zur Schlittenfahrt ist er trotzdem irgendwie eine merkwürdige Entscheidung, wenn man mal so ausdrückt. Ja. Und direkt hier hinter dem schwarzen Wohnwagen. Frohen Weihnachten. Wünscht euch. Steven. Frohen Weihnachten. Hier steht dann Kunga von Küchenmeister. Wer jetzt eine Erklärung haben will wegen Frohen Weihnachten, der guckt sich einfach den Aufbauuntergang von 2019 an, wo jemand mit der Leiter vorbeiläuft. World of Fantasy. Oh, da kommen die ganzen Abendschausteller, die dicken Wagen. Ja. Ja, hier auf der rechten, wo welche gerade auf dem Boden liegen und irgendwelche komischen Bewegungen machen, kommt das Hotel Edelweiß hin. Ja. So Leute, das war mein Aufbaurundgang. Von der Kirmes hier, die Rheinkirmes in Düsseldorf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein kleiner, humorvoller Aufbau. Immerhin, die Kasse wurde, glaube ich, neu beklebt. Sieht so ein bisschen so aus. Las Vegas. Ja. Ja. Also, das war's. Der Aufbaurundgang von der Rheinkirmes. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, teilen. Ganz viele Kirmes-Videos werden folgen. Wenn ich es schaffe, auch ein Beschickungsvideo. Ja, schönen Abend, ich bin raus, YouTube. Bye.